Tja, das war doch ein super Sommer dieses Jahr. Na gut, für die Landwirte war das nicht so super. Und hier, wir im Eichenbach mit der Ausstellung, war das auch nicht gerade so toll. In diesem extrem Niedrigwasser war es kaum möglich, irgendein Wasserrad zum Laufen zu bringen. Aber unser Bernd, es wäre nicht der Bernd, er gab nicht auf und hat eine Wasserrinne geschaffen, damit ein Teil der Wasserräder zum Laufen kam. Bernds Idee war es, dass diese Wasserräder hier zum Laufen kamen. Er hat einen Hochbehälter geschaffen, quasi ein Energiespeicher, und so konnten diese oberschlächtigen Mühlen dann letztlich auch laufen.
Können Sie auch gerne unsere Ausstellung in Obermarkstadt im Ausstellungszentrum besuchen. Es gibt noch einen Erlebnistag auf dem Hohen Rotskopf vom Korn zum Brot. Dort werden wir mit Jung und Alt Mehl mahlen, Teig herstellen und Brot backen. Anna Roses Herbst- und Dahlienschau mit der Wahl der Königin, der Dahlienkönigin, gibt es einen Extrafilm. Wir weisen von hier darauf hin. Gute Zeit, gutes Gelingen, kommen Sie gut ins neue Jahr oder zwischendurch ein Wiedersehen in Obermarkstadt. Tschüss. Musik.